Alter, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mit der dritten Runde von unserem TPT6 Online-Turnier. Da haben wir einen Kumpel von uns, Johnny von UPG. Hat sich neu im Team, möglicherweise, hoffentlich. Und ein guter Fan von uns, Blue Dragon. Treten in der dritten Runde an. Schauen wir mal, wie das so ablaufen wird. Johnny spielt Clifford. Er beginnt halt, oh mein Gott. Direkt mit Demise. Pot, Demise, Necro Valley, 4 Set. Bisher. Vielleicht settet er noch ja, einen. Ja, Mann. Und hat auch vielleicht noch Monster. Set. Okay. Ah, wie sieht's? Spielt der Chalice. Interessante Karte. Ja. Blue Dragon spielt. Was spielt der? Ah, Pepe. Brilliant Fusion mit Pepe gefällt mir nicht. Und auch noch Ding, Other Ice Variante. Also alles zusammengewürfelt. Brick City. Was war das? Ja, der Phoenix, den man sich durch Iris holen kann. Kann der was? Ja, und die Karstoff. Hamster spielt er auch noch. Perfekt, Hamster. Okay, echtes verrücktes Deck habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Oh mein Gott. TT. Kassiert TT. Er spielt auch noch Flash Knight. Okay. Alles klar. Panel Summon 1 wird negiert. Okay. Er hat eigentlich gar nichts mehr. Wie man sieht, einfach jetzt Minus. Ja, okay. Johnny konnte auch nichts machen, wirklich. Ja. Passiert aber öfters im Krieg. Ja. Jetzt schauen wir mal. Effekt Iris. Holt sich Phoenix nochmal. Eccentric. Schießt Mirror Force weg. Ja. Jetzt Pendel. Wieder nur auf 1. Er spielt sehr vorsichtig. Ja, ist aber wahrscheinlich auch besser. Es reicht gegen Clifford. Ja. 2000 Beatstick. Muss erstmal drüber kommen. So ist es. Er greift an für 2000 Schaden. Schauen wir mal, was Johnny jetzt hat. Oh, Demise. Okay. Karte zu krass, einfach plus 2. Ja. Monolith, okay, Scout gezogen. Sieht gut aus. Jetzt kann er was machen. Holt sich Carrier mit Clifford Effekt. Okay. Aber muss leider abgeben, also ja. Kommt nicht über die 2000 drüber. Wieder Effekt Iris auf Flash Knight, holt sich den Odd Ice Unicorn. Spielt Face Off. Oh mein Gott. Ist jetzt eigentlich relativ egal. Was ist das für ein Deck, Mann? Da ist ja alles drin, Mann. Alles. So ist es. Okay, Rivalry echt gute Karte. Er muss jetzt für einen Typ entscheiden. Sprich, er kann eigentlich nichts machen, wirklich. Außer halt drüber rennen. Okay. Solange er kann, ich glaube, er hat viele Drachen im Deck, also im Extra-Deck. Ja. Das müsste eigentlich reichen. Okay. Aber er spielt weiterhin vorsichtig. Ah, okay. Auch eine interessante Variante von dem Clifford Deck. Er spielt mit diesem, wo man opfert und zwar zieht. Soul Transition. Ja. Macht einen Carrier-Effekt auf den Vektor. Ja. Jetzt hat er wieder drei Handkarten. Kann sich mit Scout wieder was suchen, wenn es ist. Aber nur noch 1,7 Leben. Das wird knapp, ja. Ja. Und Gegner noch 8000. Sein Ding ist voll. Extra Deck und Scales hat er auch. Ja. Ja. Scales hat er auch noch. Er muss erstmal alles wegkriegen. Schauen wir mal. Aber Johnny, guter Spieler. Okay, er pendelt, macht Carrier und 2 Set. Zieht noch eine durch Monolith in der Endphase. Ja. Noch ein Hamster. Überlegt, was er sich aus dem Deck holt. Kann sich nur noch 2 Eccentric holen. Echt verrücktes Deck. Oh mein Gott. 2 Cent auf dem Feld. Die Frage, was er machen. Rivalry war offen, also ich weiß eigentlich gar nicht, ob das überhaupt ging. Mit dem Hamster? Ja. Ja, ich glaube auch nicht, weil er muss dann denselben Typ holen, gell? Theoretisch schon. Also muss nicht, aber er müsste Targets haben, die Typen vom Hamster haben, ja. Und dann durch Kosten banishen, aber... Also eigentlich würde es, glaube ich, gar nicht gehen. Aber ist eh egal, weil er konnte Eccentric Effekt eh nicht machen, weil er ist unaffected. Ja. Okay, es kommt Stealth, opfert sich, schießt mit Helix, okay, das war Game, direkt aus.
sah eigentlich die ganze Zeit gut aus für den Pepe-Spieler, aber Johnny konnte alles kontrollieren und dann am Ende noch alles reißen. Ja. Ich finde aber das Deck echt, wie Hong schon sagt, wirklich, da spielt er alles drin, also da kann man nur bricken eigentlich, ja. So konstant kann es glaube ich gar nicht sein. Jetzt schauen wir mal, also, Game 2. Ich würde sich überraschen, wenn er auch noch Magic Spectre da drin hat. Wir werden sehen. Seiden, der PP-Spieler schon fertig. Und fängt an. Nice. Da steht schon nice Brick. Kein Wunder bei deinem Deck, ja. Dann schauen wir mal. Wieder Brilliant Fusion. Okay. Okay. Ich bin nicht überzeugt, er macht sehr, sehr viele Faxen, aber am Ende hat er einfach nur zwei Dinos da draußen. Ja. Oder jetzt Eclipse, okay, jetzt hat er noch. Ja, weil er Ding hat, er auf der Hand hatte. Ja. Laster, aber sonst. Das macht er wahrscheinlich auf Paladin, genau. Und auf Hope. Ja. Naja. Wie man sieht, hat Pepe, das ist der Pepe-Start. Eigentlich nur Hope und vielleicht Paladin und eventuell noch ein Vierer. Nicht sehr. Mehr können die eh nicht mehr hinlegen. Kommt wieder ein Pot von Johnny, überlegt sich, was er holt. Was hat er genommen? Ich habe nicht hingeschaut. Ich glaube Stealth. Ja, genau, Stealth. Ja. Okay, sehr interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das Feld wegbekommt oder wie Clifford sowas wegbekommen könnte. Okay, Stealth normal, 4 Set. Jetzt kommt Joker. Skill Drain, ah. Sehr nice. 2-8, okay. Jetzt will er pendeln. Er könnte reinlaufen und dann Damage der Kelch aktivieren. Zum Beispiel. Könnte passieren. Jetzt kommt BTH auf Laster und jetzt schauen wir, was er liegen hat. Rivalry, okay. Sind aber alles Drachen, also eben. Gegen Pepe nicht so gut unbedingt. Okay, Summoner's Art. Auf Scout, aber... Okay, hat er wohl getopdeckt. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Er muss erstmal den 3000er Bizzik wegbekommen. Ah, er holt jetzt diesen einen, der wahrscheinlich ATK gibt oder verringert. So hat der Ding... Genau, 2-8 und der andere nur 2-7. Genau. Guter Zug von Johnny, ja. Er kommt drüber. Mit Skill Drain, okay. Sieht nicht sehr gut aus für den Pippe-Spieler. Nein. Sehr, sehr gut. Marcel, Defense, ja. Sehr verzweifelt. Ja. Okay, er hat schon wieder abgegeben. Johnny ist dran. Ja, sein nächster Deck ist auch leer, also... Eigentlich vorbei. Tot. Ja, so ist es. Nochmal zwei Set. Rivalry offen, Skrillen offen. Tot. Pepe hat zwar vier Handkarten, hat zwei Scales offen. Kann aber nichts machen. Nein. Und er spielt wahrscheinlich auch kein MST oder so, also... Ja. Die Scales sind voll, also Eccentric zum Beispiel kann er jetzt auch nicht nutzen. Ja. Tot. Kann Monster setten, ja. Set noch Monster, will halt dem umgehen. Okay, noch ein Summoner Art auf Monolith. Macht doch Scout-Effekt, ja. Das ist tot. Alle mit ihrer vollen ATK durch Skill Drain. Genau, und plus nochmal die 300, glaube ich, durch Carry oder minus 300 für den Gegner. Auf jeden Fall war das Game. Und tschüss. Da sieht man auch, er hat noch eine Brilliant Fusion gehabt. Richtig, ja. Brick. Also, das Deck hat mich auch nicht so wirklich überzeugt. Das Deck von Johnny war echt okay. Ja, meine andere Variante, auch jetzt so mit dieser einen Falle, wo man zwei zieht und so. Und Stealth und so alles. Sehr interessantes Deck, ja. Gutes Duell. Bleibt dran für die nächsten Feature-Matches. Und bis dahin, leidet nicht. Servus Jungs. Hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns. Kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die. Schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei. Die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.